Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Etwas zu früh eigentlich für eine Talkshow, aber nach so viel Gesang kann ja etwas ernste Unterhaltung nicht schaden. Doch ich will nicht viele Worte machen. Meine Gäste kommen ja ohnehin bei mir nie zu Wort. Deswegen gleich mein erster. Es ist ein Mann, den Sie alle kennen. Er unternimmt seit vielen Jahren immer wieder Expeditionen ins Tierreich. Heinz Sielmann. Ja, Sielmann, Sie haben auf Ihrer letzten Expedition eine sehr aufregende und ungewöhnliche Kreuzung entdeckt. Eine Kreuzung, glaube ich, zwischen einem... Aber wir sollten vielleicht doch unseren zweiten Gast gleich mit dazu bitten, denn es wird auch ihn sehr interessieren, was Sie zu berichten haben. Meine Damen und Herren, mein zweiter Gast ist eine Frau. Eine Frau, die uns allen schon viele ruhige und besinnliche Fernsehabende geschenkt hat. Ich möchte Sie bitten, seien Sie nett zu ihr, denn sie ist sehr scheu und sehr zurückhaltend. Meine Damen und Herren, Gisela Schlüter! Bauer, Bauer. Oh, Verzeihung, sonst verwechsle ich immer Rosenthal mit Löwenthal. Aber die zwei sind ja so verschieden wie Rosenbauer und Beckenbauer. Nehmen Sie Platz. Gnädige Frau, zu Anfang eine ganz entscheidende Frage. Sie reißen mir das Wort vor der Zunge. Eine sehr entscheidende Frage. Gibt's hier nichts zu trinken? Und das in der Heimat von Tünnes und Scheel. Wenn das der Tünnes wüsste. Und erst die Schell. Ach ja, die Schell. Ach, Herr Rosenbauer, Sie haben mir ja so leidig getan, wie es die auf Sie eingequatscht hat. Unmöglich. Da lobe ich mir die Lilli Palmer. Immer zurückhaltend, immer damenhaft. Genau wie ich. Na, und die Romy Schneider? Ich hab gehört, die hat gar keine Gage gekriegt, sondern für jedes Wort Finderlohn. Ach, und die Inge Meisel habe ich ja auch bei Ihnen gesehen, was sie so alles für Mütter gespielt hat. Junge Mütter, alte Mütter, Mutter Wolfen, Mutter Courage. Bloß die Vorsicht hat sie noch nicht gespielt. Ach, Sie kennen die Vorsicht nicht. Das ist doch die Mutter der Porzellankiste. Ihre Talkshow. Gnädige Frau, Talkshow. Ich sagte, sehr interessant, Ihre Talkshow. Talk, Talk. Sagen Sie mal, haben Sie ein Ei gelegt? Vielen Dank, Ei. Ist das Stichwort für Herrn Sielmann. Herr Sielmann, Sie haben also eine sehr aufregende Kreuzung entdeckt. Die kenne ich. Das ist die Kreuzung am Barbarossa-Platz. Oh je, oh je, oh je. Da bin ich doch neulich bei Rot rübergesaust. Da fragt mich ein Polizist, sagen Sie mal, wissen Sie nicht, wie eine Bremse funktioniert? Ich sage, ja, das ist doch ganz einfach. Die Bremsung der Innenbackenbremse erfolgt dadurch, dass beim Bremsen der Fußbremshebel heruntergedreht wird, durch die Bremshebel so angezogen wird, dass die Bremsnocken sich verdrehen, was wiederum bewirkt, dass die Bremsbacken an die Bremstrommel gepresst werden, wodurch der Wagen gebremst wird. Beim Pferd heißt das Ganze schlicht und einfach brrr. Herr Sielmann, Sie meinten eine Tierkreuzung. Ach, da sagen Sie es doch gleich.
Für Tierkreuzungen ist mein Mann Spezialist. Ist Ihr Mann dann ein Forscher? Oh, das war mal ein Forscher. Sehr forsch sogar. Heute ist er bloß noch müde. Naja, er ist schon im Metallalter. Sie wissen, was Männer haben, die im Metallalter sind. Gold in den Zähnen, Silber im Haar und Blei in den Knochen. Aber von Tierkreuzungen versteht er was. Er hat mir neulich mal die Kreuzung zwischen einem Schimmel und einem Rappen gezeigt. Ulkes Tier, sag ich Ihnen, vorne schimmelig und hinten rappelig. Na und jetzt kreuzt man doch in Arizona Pferde mit Kängurus. Und wissen Sie warum? Damit die Cowboys beim Reiten eine zweite Pistolentasche haben. Also, Herr Sielmann. Lassen Sie mich da auch mal zu Wort kommen. Das Größte für mich ist ja die neue Kreuzung zwischen einem Bandwurm und einem Igel. Und wissen Sie, was dabei rauskommt? 6 Meter Stacheldraht. Ja, ich bin zoologisch sehr behämmert. Ich wollte sagen, sehr beschlagen. Der Zoodirektor von Köln hat mich doch neulich um Hilfe gebeten, weil sein Nilpferd ohnmächtig war. Und wissen Sie, wofür? Ich nehme an, für die Mund-zu-Mund-Beatmung. Herr Sielmann, ich hätte mal ein Anliegen an Sie. Bei meiner letzten Afrika-Reise ist mir doch im Dschungel ein Löwenkrokodil begegnet. Wissen Sie, die Kreuzung zwischen einem Löwen und einem Krokodil. Und böse war das Tier, furchtbar böse. Ja, na, wie sah das denn aus? Ja, also vorne wie Metro-Goldwyn-Mayer und hinten die Damenhandtasche. Mit anderen Worten, es hatte vorne den Kopf und die Pfoten von einem Löwen und hinten den Kopf und die Pfoten von einem Krokodil. Und böse war das Tier, furchtbar böse. Und hat es gefressen? Gefressen und wie? Von beiden Seiten? Ja, also sagen Sie, Frau Schlüter, also ein Tier, das nur aus Vorderseiten besteht. Sagen Sie mal, konnte das Tier dann überhaupt seine Notdurft verrichten? Das konnte es eben nicht, deswegen war es ja so böse. Ja. Das ist ja noch gar nichts gegen die Kreuzung zwischen einem Bernhardiner und einer Ölsardine. Nein. Das ist sehr interessant. Ausschluss. Was denn schon Schluss? Also schön, dann danke ich Ihnen, Herr Sielmann, für Ihre ausführlichen Erläuterungen und Ihnen, Herr Schönherr, für Ihre wertvollen Denkanstöße und auch Ihnen, liebe Zuschauer.